Hallo Freunde, es ist Elliot Schwarz. Grüß euch. Willkommen zu einem weiteren Unboxing. So geht's. Unboxing. Mikrofon. Jawohl. Quatsch. Also ein Mikrofon ist es nicht. Mikrofon habe ich ja schon. Es ist halt für mein Mikrofon ein Mischpult. Genau. So. Musste jetzt, ja, ne, ist halt immer so eine Sache, wenn man sich irgendwie was leiht oder so. Von den Leuten hörst du dann auf erstmal nichts mehr und machen dann auch Mimimi oder Mimimi, ich hätte mir jetzt mal auch mal und dann sieht die Sache so. Es ist von Behringer. Behringer habe ich damals auch schon mal ein Mischpult von gehabt. In groß, ich habe damals viel Musik gemacht und so weiter. Also, ne, ich habe Online-Radios, habe ich auch und hinter mir Musik gemacht und so weiter. Das war noch in der Zeiten damals so. Dann haben wir das nette Gerät. Und das Papierscheißgedöns rausholen. So, hier sind wahrscheinlich Kabel drin. Hier ist die Betriebsanleitung drin. Da haben wir dann nochmal extra so einen Aufkleber. Ich weiß nicht, wo man den Aufkleber sich hinmachen könnte. Betriebsanleitung ist jetzt nicht schlecht, das zu haben. Aber für den Gebrauch, den ich das habe, brauche ich da nicht großartig irgendwelche Mikrofone. Du kannst da noch irgendwelche sämtlichen Sachen anschließen, wie man hier sieht. Input, Output. Headset kannst du noch anschließen und so weiter. Für mich ist nur das wichtig und dann diese Einstellung. So, was haben wir hier? Haben wir die nötigsten Kabel drin? Brauche ich? Ja, nee, das brauche ich glaube ich nicht. Aber dieses Kabel brauche ich. Das ist USB an Computer, genau. Das hier ist Netzstecker, ich weiß nicht, wofür das ist, aber das brauche ich nicht. Das wird eigentlich, kann man das so benutzen. Ich mache jetzt erstmal eben. So, da haben wir es jetzt mal ausgepackt. Da ist das nette Gerät. Das Phoenix 302 USB. Hier, wie gesagt, schließt ihr dann XLR-Kondensatormikrofon an und da packt ihr das dann einfach für den Computer. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Ihr könnt es aber auch so nutzen, deswegen ist auch das der Netzteil dabei. Ihr mit das verbindet das mit Strom, falls ihr das so nutzen wollt, für als externes irgendwie, ihr habt jetzt nicht irgendwie die Chance, das irgendwo anschließen zu können und das dann so mit Power zu betreiben. Sprich, das heißt, ohne das zu nutzen für Computerübertragung, USB-Mikrofon, sondern dass ihr sagt, das mit dem über Strom. Ihr schließt da dann eure Geräte an. Das heißt, ihr seid irgendwo unterwegs oder beim Kollegen und sagt, hey, cool, ich bringe ein Mischpult mit. Da kannst du damit dann halt so ein bisschen halt beim Zocken, wenn du WLAN-Party machst oder so, ist dann halt Spaß. Dann ist dementsprechend kannst du dann hier auch Mikrofon und deswegen diese Anschlüsse, das kann man dann so und so. Bei mir kommt es dann einfach direkt dazwischen gesteckt und ist halt von dem Preis-Leistung kann man nicht meckern. Es kommt auch gut mit dem Mikrofon klar, was ich habe. Und ja, hier haben wir dann das mit der Kabel, das habe ich jetzt nicht ausgepackt, warum nicht? Kann ich auch noch mal eben machen, Moment. So, da habe ich auch das Kabel. Ne? Dieser Anschluss ist euch aber geläufig. Ne? Also das ist halt USB, wie man es halt kennt. Ja, viel Spannung braucht das Ding jetzt nicht. Deswegen kann man es auch, wenn man ein gutes Netzteil am Computer hat, kann man es dann auch darüber betreiben. Und dann geht das auch klar. So, großartig bräuchte ich jetzt nicht so sagen, aber für ein XLR-Mikrofon, also beziehungsweise für ein Kondensator-Mikrofon, braucht man das halt, weil das einfach ein Muss ist, ja. Weil sonst man das so eins nicht betreiben kann. So, ich hoffe, das war's jetzt. Bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Für dieses Unboxing bin ich jetzt raus. Ciao, BV!